Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Claire Stark, ich bin im Ausstellungsdienst des Deutschen Museums tätig. Schön, dass Sie wieder bei unserer neuen M-Vlog-Reihe das Deutsche Museum als Forschungsmuseum dabei sind. Mein heutiger Gast ist Dr. Marisa Pamplona. Sie ist unsere Expertin für Restaurierung und Konservierung. Sie leitet seit einigen Jahren die Abteilung der Objekt- und Restaurierungsforschung im Deutschen Museum. Hallo Marisa. Hallo Claire. Marisa, was ist denn eigentlich Objekt- und Restaurierungsforschung? Für uns ist die Gelegenheit, mit analytischen Methoden unterschiedliche Fragestellungen zu beantworten, die entweder unsere Kuratoren oder Restauratoren stellen. Ich würde gerne drei Beispiele benennen. Erstes Beispiel, wir können unterstützen zu wissen, aus welchem Material ein Exponat besteht. Da hatten wir mit der Kuratorin für die Telekommunikation ca. 60 Radios untersucht. Wir wissen, dass im letzten Jahrhundert Kunststoff entwickelt wurden und auch immer wieder neue Kunststoffe in den Markt gebracht würden. Wir hatten deswegen Exponate der 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahre und könnten somit auch diese Entwicklung nachvollziehen. Ein zweites Beispiel ist, wie Exponate hergestellt würden. Mit der Kuratorin für Musikinstrumenten und einem Gastforscher hatten wir gemeinsam mit einer Studentin, die eine Bachelorarbeit geschrieben hat, darüber versucht zu verstehen, wie die Dekoration einer Harfe gemacht würde. Bedeutet, nach dem Holzobjekt würden mehrere Schichten aufgetragen, unter anderem Pigmente und Bindemittel, aber auch zum Beispiel Blattgold. Das alles könnten wir mit Analysemethoden erklären oder verstehen. Interessant war für unsere Kollegen, dass Erhard Marktführer war, damals in London, und man wollte verstehen, ob er in seinen Prozessen besondere Beschleunigung, mit welchen Materialien und wie könnte er so schnell auch seine Kunden diese Harfen in den Markt bringen. Als drittes Beispiel geht es um Alterungsprozesse und Konservierung. Genau, was Sie hier sehen. Wir haben als Konsumerprodukten auch in der Informatik sehr viele Kunststoffobjekte und bei den Personalcomputern, Sie sehen die früheren Modelle mit einer hellere Farbe, die späteren Modelle mit einer dunkleren Farbe. Es geht darum, diese Vergilbung, ein typisches Phänomen für Acrylnitril, Butadienstirol, nicht sichtbar zu machen. Es wäre wie Sie in den Strand gehen und gebräunt nach Hause kommen. Sie sind nicht verschmutzt, sie sind einfach mit einem anderen Ton. Es ist ein Phänomen an der Oberfläche. Unsere Kuratorin damals hatte den Eindruck, dass vielleicht für Besucher man denken könne, diese Objekte sind verschmutzt. Wir hatten zwar versucht, das alles zu erklären, wir haben aber auch mit einer Studentin damals aus Portugal eine Masterarbeit betreut. Sie hat sich gekümmert um Reinigungsmethoden, auch sehr innovativ, zum Beispiel Plasmareinigung, um so wenig Abtrag der Oberfläche wie möglich zu machen. Sie hat sich aber auch bemüht, eine Art Sonnencreme zu entwickeln, in dem Titandioxidepartikel, Nanopartikel mit aufgetragen würden. Wir haben das alles bewertet, Kurzzeitwirkung, aber auch Langzeitwirkung nach einer künstlichen Alterung mit UV-Strahlung und verstanden, aber auch belegen können, so ein invasiver Angriff wäre nicht wirksam dauerhaft und wäre auch zu teuer. Das Wichtigste wäre, in präventiver Ebene zu arbeiten. Das hat genau unsere Kuratorin umgesetzt. Wie Sie sehen, Jalousien würden an den Fenster angebracht. Es heißt, Naturlicht von der Sonne wird blockiert und genau an diese Vitrine wie anderen würden die Leuchtmittel getauscht, sodass wenig UV-Strahlung ausgesetzt wird und unsere Exponate somit lang erhalten bleiben können. Okay, also diese Forschung war jetzt an Exponaten aus der laufenden Ausstellung. Bekommt ihr die Exponate immer aus den Ausstellungen oder bekommt ihr sie auch aus den Depots oder den Archiven des Deutschen Museums? Wir bekommen sie überall und sind auch sehr froh drüber. Also wir arbeiten querschnittlich in alle Bereiche des Deutschen Museums. Beispiele der Ausstellung sind nicht nur die gerade geöffnete Ausstellungen für Besucher, aber auch die Ausstellungen, die gerade zu sind. Wie Sie vielleicht wissen, unser Museum ist in einem großen Renovierungsprozess. Es bedeutet, die Ausstellungen, die aktuell zu sind, sind für uns eine wunderbare Gelegenheit, auch Exponate länger untersuchen zu können. Das wäre das Beispiel eines Raumfahrtsanzugs, das 6 Monate in unserem Labor war
und eine Scholarin sich damit auseinandersetzen dürfte, die Charlotte Holzer. Ein anderes Beispiel wäre aus dem Depot. Wir haben viel unterstützt zu identifizieren, ob Film aus Zellulosenitrat bestehen oder nicht. Das hat auch mit Brandschutz zu tun. Aber bei dem Depot- und Sammlungsmanagement auch, ob Exponate aus Zellulosenitrat bestehen, weil sie leider sehr schnell zersetzen und werden deswegen getrennt gelagert von der restlichen Sammlung. Und das unterstützt unsere Kollegen genau im Sammlungsmanagement, wie ich erwähnt hatte. Ja, du hast jetzt also schon gesprochen von der Renovierung mancher Ausstellungen. In der Zukunftsinitiative des Deutschen Museums werden ja bis 2028 alle Ausstellungen auf der Museumsinsel grundlegend erneuert und dabei auch das Gebäude auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Und dafür werden eben die Ausstellungen neu konzipiert. Wie ist da genau die Rolle eurer Abteilung? Gebt ihr da Empfehlungen ab oder habt ihr sogar ein Mitspracherecht bei dem Aufbau der neuen Ausstellungen? Es gibt doch bestimmt berechtigte Hinweise zu bestimmten Vitrinen oder zur sachgerechten Lagerung von manchen Ausstellungsexponaten. Ja, machen wir auch. Also wir haben praktisch zwei Raumabschnitte, also zwei Hälften des Museums, die in zwei Teile bearbeitet werden. Bei dem ersten Teil hatten wir schon auch Empfehlungen gegeben, bei Musikinstrumenten, Robotik unter anderem. Aber jetzt aktuell bei dem zweiten Raumabschnitt, es ist für Sie als Besucher noch offen. Sie können noch zum Beispiel in der historischen Luftfahrthalle gehen. Das können Sie jetzt in diesem Bild sehen. Es ist ein riesiger Raum. Es ist gegenüber der Eingang. Das heißt, wir haben sehr viele Besucher, sehr viele klimatische Schwankungen, Exponate überwiegend aus Holz und Textilien, also organische Materialien, die sehr empfindlich sind, die großteils älter als 100 Jahre alt. Und also in diesem großen Raum auch sehr viele Einwirkungen, die an den Exponaten leider Alterung verursachen können. Charlotte Holzer würde Gott sei Dank eingestellt. Sie darf jetzt in dem Team mit Mitspracherecht ihre Empfehlungen sowohl für den Raum, aber auch für besondere Exponaten und sogar Vitrinen geben, die hoffentlich umgesetzt werden. In diesem anderen Bild können Sie sehen, Charlotte hat Lichtmessungen in der Ausstellung durchgeführt. Wir wissen ungefähr mit den Kuratoren, wo die zukünftigen Exponate ausgestellt werden. Und in diesen Positionen sehen Sie praktisch wie ein Ampelsystem, die zwischen Grün, Gelb und Rot uns eher zeigt, dass heute wir zwar eher in Gelb bzw. im roten Bereich schon liegen. Es bedeutet, wir haben jetzt mit der Zukunftsinitiative die Chance, das zu verändern. Und zwar fast wie hier, schon an dem Raum was zu blockieren und dann noch Anpassungen genau an Vitrinen oder an auch Exponaten, die außer Vitrinen ausgestellt werden. Und das ist wunderbar, dass die Charlotte Mitspracherecht hat. Ja, das ist ja jetzt dann eine tolle Gelegenheit für euch, eben präventiv schon Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe gehört, dass eure Abteilung auch in Verbindung mit der Leibniz-Gemeinschaft entstanden ist. In einem früheren Video dieser Reihe hat uns Professor Trischler ja schon erklärt, dass das Deutsche Museum Teil der Leibniz-Gemeinschaft ist. Habt ihr noch weitere Kooperationen, vielleicht auch international, also zum Beispiel mit anderen Museen, einen Austausch über Lagerungs- oder Ausstellungskonzepte, die sich bewährt haben? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon mehrere Kooperationen und bemühen uns immer weiter, die noch auszuweiten. Ob sie jetzt in München mit anderen Museen oder auch anderen Universitäten, aber auch deutschlandweit mit der Leibniz-Forschermuseen, aber auch mit anderen Forscherinstituten und dann weltweit eindeutig auch. Diese Kooperationen sind sowohl für Projektanträge zu schreiben oder bei der Durchführung von Projektanträgen, bei der Betreuung von Studierenden auch aus Universitäten aus anderen Ländern, bei Gastforschern, die zu uns kommen aus auch anderen Ländern und auch bei dem Schreiben von wissenschaftlichen Publikationen. Das heißt, der Austausch ist immer da, entweder für, wie würdest du sowas machen, also kleine Hilfestellung, aber auch im Bereich Forschung. Und aktuell könnte ich vielleicht ein Beispiel noch benennen. Wir haben im November eine Digitalkonferenz organisiert, zwar gemeinsam mit zwei anderen Forschermuseen und auch mit Unterstützung der Geschäftsstelle, der Leibniz-Gemeinschaft, aber auch mit dem University of Cambridge Museums. Tausende Teilnehmer haben sich registriert. Es war frei, es war barrierefrei, würde man auch sagen, weil aus der ganzen Welt hatten wir dieses Gremium von Kollegen, die Vorträge gehalten hatten, eine Panel-Discussion unter anderem.
und dann kleine Breakout-Rooms, so nennt man heutzutage, wo die Wissenschaftler untereinander sich austauschen könnten. Am letzten Tag, sehen Sie auch in diesem Bild, hatten wir gefragt, was wünschen Sie sich jetzt für die Zukunft? Und alle wünschen Sie sich noch mehr Kooperation. Das hat uns sehr gefreut und das bedeutet, wir müssen tatsächlich zusammenarbeiten, um gemeinsame Fragen zu beantworten. Ja, das ist ja auch so ein Thema, das eben mit der Digitalisierung jetzt wahrscheinlich noch besser funktioniert, weiter zu kooperieren. Ja, es waren sehr viele Sachen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was du uns jetzt in den letzten Minuten näher gebracht hast. Ganz viele Sachen, die man vielleicht ahnt, aber vorher nicht so wusste. Man kann also, indem man ein Objekt untersucht, schon ganz viele Informationen sammeln, zum Beispiel über seine Herstellung oder auch über seine Geschichte. Und durch die Materialforschung kann man dann bessere Lagerungs- und Ausstellungskonzepte erarbeiten, um die Exponate länger in einem guten Zustand zu erhalten. Dabei entstehen dann auch Kooperationen, die die Forschung und die Bewahrung der Exponate in unserem Deutschen Museum noch effizienter und eben einfach besser machen. Marisa, vielen Dank für das interessante Gespräch mit dir und deine einleuchtenden Erklärungen. Vielen Dank auch für diese Gelegenheit und ich würde auch gerne mich bedanken bei allen Kooperationspartnern, bei allen Studierenden, bei unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern, Gastforscher und alle Einrichtungen, die immer wieder mit uns kooperieren und zwar ohne finanzielles Interesse, sondern genau das Interesse, unsere Kulturerbe besser zu verstehen, besser zu präsentieren und auch besser zu forschen. Für mich ist es ja besonders spannend, jetzt hier mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, weil ich, wie die BesucherInnen, ja vor allem die Ausstellungen kenne. Und da ist es für mich jetzt besonders toll, eben Informationen aus erster Hand direkt von dir über die Objekt- und Restaurierungsforschung hier im Deutschen Museum zu bekommen. Im zweiten Teil unseres Interviews werden wir sprechen über ein Thema, das mich als Chemikerin besonders interessiert, nämlich die Zersetzung von Plastik in Exponaten, das eben ein Forschungsthema eurer Arbeitsgruppe ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.